Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu meinem neuesten Projekt, und zwar Tales of Xillia 2. Yeah, ein Spiel von Namco Bandai, von mir Let's Play für euch. Und bevor jetzt irgendwelche Leute schon ein bisschen Langeweile haben, ich habe mir für die nächsten 5 Minuten jetzt hier was vorgenommen, ein paar Erklärungen hier loszuwerden. Also ja, wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann spult einfach vor, okay? Ja, okay. Und schon ist das Ding wieder weg. Aber was das Geile jetzt daran ist, es kommt wieder. Jedenfalls, ach ja, da könnten mir auch einige schon mal sagen, wie man Tales of Xillia ausspricht. Ich habe jetzt meinen Playthrough vom ersten Teil 200 Parts lang nur Xillia gesagt, und ich habe viele Leute schon das Spiel Xillia aussprechen hören, also langsam bin ich mir etwas unsicher, wie man das Spiel ausspricht. Also ja. Kann mir bitte jemand sagen, wie man das ausspricht? Dankeschön. Wollte ich eigentlich nachgucken, aber als ich gesehen habe, dass ich das Ding geliefert bekommen habe, habe ich sofort aus der Verpackung gerissen und dann in die PS3 reingeschmissen. Also ja. War meine Schuld. Jedenfalls. Ich habe noch keinen einzigen Knopf gedrückt. Das sollte ich vielleicht nächstes Mal machen. Das Spiel ist komplett blind. Ich habe so wenig Informationen von diesem Spiel aufgenommen wie möglich. So, und du. So, okay. Da kann ich gleich mal reingucken, aber im ersten Part soll man immer nicht machen. So, ich werde jetzt wahrscheinlich hier ein bisschen hin und her laufen, damit sich das Ding nicht wiederholt. Wie gesagt, blind. Ich habe mir keine Informationen, keine Bilder, kein Gameplay, keine Trailer, keine Reviews angeguckt von diesem Spiel. Das Einzige, was ich weiß, ist, wer die Hauptcharaktere sind. Also, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ohne direkt zu spoilern? Obwohl, darauf komme ich gleich nochmal zurück. Ich kenne die Hauptcharaktere, das kenne ich aber bei jedem anderen Tales of Spiel sowieso, wie immer, bevor ich das Spiel kenne. Und ja, aber was die machen, wer sie sind und was ihre Aufgabe ist, das weiß ich natürlich noch nicht in diesem Spiel. Wie gesagt, ich habe den ersten Teil auch Let's Played. Könnt ihr ja mal reingucken. Boah, verdammte Hosen. Und ja, ich werde wahrscheinlich ein paar Andeutungen auch zum ersten Teil machen. Deswegen, Entschuldigung, aber ja, das Spiel ist ein direkter Nachfolger vom ersten Teil, deswegen finde ich es ein bisschen schwachsinnig, hier irgendwie Spoiler vom ersten Teil hier auszulassen. Weil, wer sollte sich das Spiel angucken, wenn er nicht den ersten Teil angeguckt hat? Also ganz ehrlich, ja. Was ist nur los mit euch, ne? So, noch irgendwas wollte ich sagen, aber fällt mir jetzt nicht ein. Aber ja, ich weiß, wer die Hauptcharaktere sind, ist blind, keine Gameplay, keine Trailers und so. Ich glaube, damit habe ich alles zusammengefasst. Ich hoffe, ich habe mit Sicherheit irgendwas vergessen, was ich noch sagen wollte, aber ich habe jetzt 3 Minuten gequasselt und wir fangen jetzt mit diesem verdammten Spiel, wunderschön, meine ich, an. Wir fangen an, neues Spiel. Und wahrscheinlich, ich frage mich übrigens, was das alles ist, der runterladbare Inhalte, weil ich habe noch gar keine runtergeladen. Aber okay, also ich habe die Collector's Edition bestellt, aber da war irgendwie kein Code bei oder so, deswegen weiß ich nicht, wo jetzt hier herunterladbare Inhalte herkommen, aber naja. Ich habe sowieso jetzt nicht Internet an, also vielleicht muss ich sowieso wieder gehen soll. Egal. Fangen wir an. Ich freue mich schon so auf das Spiel. Ah, so wurden wir im ersten Teil begrüßt. Okay. Na gut, dann gucken wir erstmal hier ganz langsam durch. Ich werde erstmal auf den Schwierigkeitsgrad gehen. Den machen wir auf schwer. Weil, mal gucken, wie schwer das ist. Also, ich mag es sehr herausfordernd und möchte nicht einfach so hier durchge Spoiler. Habe ich übrigens gesagt, dass ich keinen Spoiler will. Ja, falls die Leute nicht wissen, was das ist so wie, ich möchte nicht wissen, wer der Hauptbösewicht ist. Ich möchte nicht wissen, wer oder was gut oder böse ist. Ich möchte nicht wissen, welche Waffe ich kaufen muss oder essen. Was? Egal. Ich möchte nicht wissen, wer, keine Ahnung, was ich mir holen muss oder was ich machen muss, um besser durchs Spiel zu kommen. Also, nein, ich möchte keine Informationen haben, danke. Ich weiß, ihr wisst natürlich alles, wollt all euer Wissen mit mir teilen, weil ihr ja sowieso alle awesome seid und das Spiel schon in- und auswendig können, und das glaube ich euch auch. Aber ich will trotzdem nicht wissen, danke. So, ich glaube, schwer ist vielleicht doch ein bisschen zu schwer, aber mal gucken. So, was haben wir denn überhaupt als Schlachtfeld sondieren? Nein, schon beginnt, ach so, ja. Dynamische Kamera, Vibration, Angriffs, also, boah. So, hier werde ich wahrscheinlich ein bisschen ändern, weil ich werde wahrscheinlich sowieso viel zu leise sein im ersten Part, weil das ist irgendwie immer so, wenn ich ein neues Spiel mache.
Weiter als bis hier bin ich noch nicht gekommen. Ich kann hier irgendwie nichts anderes machen. Okay. Alles klar, das heißt, wir sind fertig, ne? So, und ich hoffe, jetzt kommt nicht direkt das Intro, weil das müsste ich dann rausschneiden wegen Copyright und so. Da kommt wahrscheinlich wieder mitten im Spiel. Rein. Das sieht aus als Kampf. Okay. Okay. Ja. Hallo. Ich. Soll ich gegen dich kämpfen? Ich mache das einfach mal. Hab schon irgendeine Art? Nö. Kann ich mir nö. Ich greife dich einfach mal an. I see you have a similar combat grip. You and I are definitely brothers. And yet, I got all of the strength. Aha! You actually think you'll make it to the trial like this? Soll vielleicht noch erwähnen, dass, aua, dass ich, bevor ich heute angefangen habe, das Spiel zu zocken, noch ein bisschen Tetris 1 gespielt habe und aua. Deswegen vielleicht eine Übung sein sollte. And people are weak. Weak enough to ruin us all. You will come to understand. This is our curse. The gears of fate grind the curse, bind of armor of death. It's a key and a lance that pierces space and time. Souls encircle the throne of the void. Ow. The branches of history reach out to infinity. Hey, da macht uns. Kannst du mal wenigstens so tun, als würdest du. Was, Blut? Das ist neu. You alone must make the decision, brother. Everything rides upon this one choice. Not just your life, but the fate of the entire world. Do you have what it takes to destroy, to choose, to pass the trial? Answer me, Luger Kresnik! Tales of Xillia, / Xillia 2. Ja, okay, der Typ hat uns ordentlich vermöbelt. Oh crap! Okay. Kapitel 1, die Weichen werden gestellt. Ja, okay, es wird wieder Kapitel geben. Vielleicht auf den Xillia 4, glaube ich, ne? Oder 5. Hey, die kenne ich, die Uhr habe ich auch. Cutting it a bit close, don't you think? Need I remind you that this is the Spurious Corporation's entrance exam? Ich weiß nicht, soll ich ihn mit Bruder? Ja komm, er redet mich auch mit Bruder an, also. Also in der Rückblende jedenfalls. Not today. Today I'm your proctor. Verdammt! Family ties won't earn you a passing score. Erste Entscheidung direkt falsch. Das kann ja was werden. Okay. Da sollte ich vielleicht erwähnen, dass man hier so Entscheidungsmöglichkeiten hat, das wusste ich auch noch, aber mehr ist da wirklich nichts. Hast du was auf den Herzen? Sollte ich Ihnen das jetzt so sagen? Übrigens, Bruder, du hast mich umgebracht. Ich frage mich ja, wie sehr die Entscheidungen ihren Einfluss auf den Spielverlauf haben. Ich meine, ja klar, wenn ein Spiel so ein Element hat, dann wird natürlich direkt gepriesen, ja, das ganze Schicksal des Spiels kann geändert werden, aber bei manchen Spielen ist es dann in der Regel doch nicht so. Deswegen, ja, mal gucken. Ich mach mal auch nichts. Well, alright. Let's get this test started. You'll be tested here in the underground training area. These caverns stretch all the way to Triglav city limits. You could head straight out of town from here. Triglav. I wouldn't though. It's an automatic fail. Here, your weapons. Okay, wenn das im Hintergrund die Kampfmusik ist, dann wird das awesome. I see you have a similar combat grip. We're definitely brothers. Slay 5 of the monsters lurking in the training area and return before your time runs out. Spurious is not liable for any injuries sustained during the exam. Super. Ich hab so das Gefühl, unser Charakter ist nicht so gesprächig. Go bad, I've got your back. You're my brother.
Ja, das hast du schon ein paar Mal gesagt. Danke. Okay. So, ganz langsam. Ja, fangen wir mit Tutorial an. Ich weiß zwar, wie das Spiel. Ja, ich weiß nicht, wie er spielt, aber ich weiß den ersten Teil. Aber gehen wir trotzdem mal gucken. Ja, vorne zurück, das ist klar. S2 frei zu laufen, also ein Luxus sehr. Wenn ich bin ja Tales of Symphonia auch im Spielen und da ist jetzt hier wieder so ein Luxus. Okay, verbraucht das. Hatte ich nicht gerade unten 5 neben meinem Porträt oder habe ich mir nur eingebildet? Egal, so weiter. Deswegen ist das auch um kämpfen. Bla 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 bla. Okay, Angriff abwehren. Jo. Boink. Abwehr reduziert den Schaden. Ja. Okay, schnelle Schritte. So die gleichen Geräusche. Oder ist das die Kampfmusik? Ja, ein Lied klang viel cooler, ey. Als Shortcut kannst du es auch. Ja, man kann. Remember your fundamentals. Okay. Weil mit den automatischen und mit den Dings klappt irgendwie nicht so bei mir. War nur sehr schwer. So, Angriff. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ja, man kann so viel angreifen, wie man unten Punkte hat. Also 3 im Moment. So war den Ziele 1. Ich schätze mal, da hat sich auch nichts geändert. So, weiter. Ich hoffe, ich habe noch irgendeine Art. Bestimmt die mit Fang. Der Angriff ändert sich, je nachdem, ja, wie ich den analog Stick halte. Der 1. Upsala. Mit der 1 kann ich das hier wechseln. Okay. Ja. Ja, um den nächsten Gegner anzuvisieren, muss ich nur einfach R1 antippen. So, bam. Und dann geht's. So, Kreis, um eine Art zu wirken. Das war nicht Demon Fang, glaube ich. Was ist das? Oder? Azure Edge. Könnte ich nicht. Arztkosten AZ, Angriffszähler und TP, ja. Kannst du einem Fortarzt verwenden? Okay. So, muss ich die jetzt kaputt knüppeln? Ja. So, dann komm mal her. So. Ah. Fängt gut an. Zurschneider, okay. Okay, sag mir jetzt nichts. Kein Demon verengen. Okay, ich verbrauche das 4. Okay, das ist eine Combo. Dann kann ich direkt einsetzen. Aua. Und wir sind da schon leicht tot. Oh, was ist das denn? Ich doch nicht auf schwer gespielt. Oh. Na ja, ich kann ja. Stimmt ja. Ich kann ja. Ach, jetzt habe ich 5 AZ. Was? Wieso? Okay, wenn ich aufpasse. Er sagt aber auch immer nur irgendwie was. Egal. Ludgars Doppelklingen. Der große Vorteil der Doppelklingen besteht darin, dass du mit ihnen mehrmals angreifen und dabei verschiedene Angriffe ausführen kannst. In ihrem wahren Wert beweisen sie vor allem im Zweikampf. Zudem kannst du deine Angriffe mit Ausweichmanövern kombinieren, bei denen du deine Feinde mit schnellen Schritten umgehst. Okay. Ja, wir gehen das ganz langsam anders spielen. Das ist ja auch der erste Part. Hallo. Ja, lassen wir uns noch alles mit uns machen. So, das waren jetzt schon 2 Mods, jetzt muss ich noch 3 erledigen, ne? So, Blau 3 ansehen. Figur bewegen. Okay. Ereignisliste aktualisiert. Okay. Das ist ein Speicherpunkt, ja, da muss ich mir nicht sagen, was ich machen muss. Wenn das Erinnerung oder Erinnerungsrings. Wenn ich den berühre, dann werden 50% der KP geheilt, wenn die kaputt sind. So, was haben wir denn hier? Arts. Was? Auf dem Bildschirm konsolidieren, indem du musst manuell oder halb. Ja, das muss ich erstmal gucken. Ja, du hast noch einen Angriff. Hier sehe ich gerade einen Kriegsaus, mit dem du einen schnellen Schlag angreifst und den Gegner damit einen Trip wegschleuderst. Seit des Integration, okay. So. Ausrüstung und so habe ich nicht. Apfelgummi, perfekt. Vielleicht. Warte mal, lass mich mal gucken. Hey, guck dich mal das einer an. Wie geil ist das denn? Ha! Okay, das habe ich wahrscheinlich alle hier gespoilert, aber naja. Aber anscheinend kann man die Kostüme vom ersten Teil auch noch
wieder anziehen. Das ist ja mal richtig geil. So, was haben wir hier? Ereignisliste. Hier Zusammenfassung. Ja, okay, die Ereignisliste zeigt, was ich machen muss und so. Figur, Haupt, Titel. Ja, Titel hältst du ja durch verschiedene Bedingungen. Ja, übrigens mal in die Trophäen hier reingucken, da sind fast die gleichen Trophäen wie im ersten Teil. Das ist ja schon mal richtig gut. So, wie viel HP habt ihr? 1600. Okay. Gegner, da brauche ich mir keine. Ich steuere nur ihn, da kann ich mir auch keine. Prüfung ist noch nicht vorbei, okay. So, weil der Kampf ja so wunderbar gelaufen ist, werde ich mal zur Sicherheit speichern. Okay. Na, aber ich will das Spiel auf schwer durchspielen. Weil das ist der höchste Schwierigkeitsgrad, der mir gerade zur Verfügung steht. So. Gibt es hier wieder so leuchtende Dinger, die ich hier aufsammeln muss? Also, was heißt ja muss, aber. Ah, nein! Okay, einer, das schaffe ich. Was? Okay. Okay, da war ein geiler Angriff. Okay, mit einem Gegner müsste ich ja wohl klarkommen. Jetzt die Musik, die ich am Anfang gehört habe. Ja, geil. So, irgendwann werde ich mal gucken, ob ich mit Manuel hier klarkomme, aber einziges Tales of Spiel, mit dem ich im manuellen Modus klar kam, war Tales of Graces F, und da ist ja wieder ein anderes Kampfsystem ein bisschen. So, Elementarheiten und Krankheiten. Ein Angriff kann dem Schwäche oder dem Resistenzattribut des Gegners entsprechen. Wenn du Angriffe verwendest, die seinen Angriff, die seinen Schwächeattribut entsprechen, kannst du den Kampf zu deinen Gunsten wenden. Wenn du Angriffe mit einem bestimmten Attribut auswählst, hast du eine Chance, deinen Gegner mit einer magischen Krankheit zu belegen, die vom Attribut des verwendeten Angriffs abhängt. Zu diesem Zweck eignet sich Geisterarzt besser als Kriegsarzt. Werden deine eigenen Figuren mit einem bestimmten Attribut angegriffen, können sie ebenfalls magische Krankheiten zum Opfer fallen. Nämlich also in Acht. Feuer, Wasser, Heb, Wind, Erde, Schlag, Licht, Dunkelheit und Schuss. Weiß mit Blut, das Viech war doch eindeutig am Bluten. So, das war das dritte Viech. So, also da konnte man runterspringen. Oh, ich gehe trotzdem mal hier lang. Hey, die Musik. Die Musik ist geil. Das ist hier von dem Dungeon, nehme ich an. Ja, muss ja. So, das war das dritte Monster. Ich brauche noch zwei. Aber ich möchte natürlich erstmal alles andere machen, wie man es ja gewohnt ist in Rollenspielen. Man hat ein klares Ziel, aber muss erstmal alles andere machen, weil ja, warum nicht? Ich möchte mich mal das nächste Mal an irgendein, ich bin im Kreis gelaufen, oder? Nee. Okay. Ah, da war eine Schatztruhe, ich habe es gesehen. Komm her. Oh Gott. 500 Gold. Boah. Ja, ich will mich eigentlich bei dir hinten anschleichen, aber das klappt irgendwie nicht. So. Ich glaube, ich darf kein einziges Mal irgendwie von einem Gegner getroffen werden, weil ich nur noch 256 HP habe. Aber, oh Gott! Okay, das war. Ja, wenn Gegner am Boden liegen, dann kriegen die aus irgendeinem Grund weniger Schaden. Wie im ersten Teil. Ja, der ist schon wieder am Bluten. Da bekommt er mehr Schaden. Und wir kriegen voll wenig Erfahrungspunkte, ey. So. Bams, so. Ich frage mich wirklich, wie das Auflevel-System ist. Hoffentlich kommen da wieder Lyrium-Kugeln wie im ersten Teil. Wie gesagt, ich weiß gar nichts. So, wenn ich den erledige, dann habe ich ja 5, ne? Was hat hier? Nix. Wird schon wieder von hinten angegriffen. Ich muss schnell stärker werden. Hat der Hochangriff, Mann? Mal gucken, vielleicht ist er ja auch ein Luftkämpfer. Ich meine, der Hauptcharakter aus dem zweiten Teil von Tales of Symphonia war auch ein Luftkämpfer. Er hat auch irgendwie so richtig schnell angegriffen. So. Erfahrungsmäßig lohnt sich das hier noch nicht. Ich glaube, ich mach mal
Ja, ihn auf Erkundungstour tiefer rein. Müsste eigentlich schon genug Gegner erledigt haben, ne? So, Trank des Lebens. Ja, der bringt mir überhaupt nichts, weil wenn ich tot bin, dann kann mich niemand wieder beleben. So, und du willst jetzt wirklich nicht vorbeigehen, ey. Komm schon, meine TP gehen mir aus. Solange immer nur ein Gegner kommt. Ah, solange nur ein Gegner kommt, kann ich immer draufknüppeln, weil dann kann mich keiner von hinten angreifen oder so. Das ist eine gute Strategie, ne? Mit dem Symphonia klappt das jedenfalls. Was sagt das über meine Fähigkeiten aus, ganz ehrlich? So, aber irgendwas möchte ich hier noch schaffen in dem Part, also ja. Ich muss jetzt schon wieder ein Apfelgummi reinpfeifen gleich. Und da ist noch eine Truhe. So, komm. Möchte ich mal von. Habe ich dich? Jawohl. Das ist aber so ähnlich wie Demon Fang. Okay, wenn ich mich lange ab. Wenn ich lange abwehre, dann wahrscheinlich irgendwie Dingens mehr AZ zu bekommen. Das finde ich gut. Das ist schon mal richtig gut. Ja, schon wieder am Bluten. Seltsames Fragment. Vorteilhafte Begegnung. Wenn deine Figur einen Feind beim Erkunden vom Spielgebiet von hinten berührt, fügst du den Gegnern zu Beginn des Kampfes Schaden zu. Ja, darauf hatte ich es abgesehen. Okay. Oh. Stimmt doch gar nicht. Ich habe doch 7 erledigt. Die 2 am Anfang, die haben doch auch gezählt, oder? Mischgummi, so. Mein Gott. Ja, das fängt ja schon mal gut an, wenn der eigene Bruder nicht bis 5 zählen kann. So, das hier ist nichts. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Okay. Obwohl, dann könnte ich auch den Part eigentlich beenden, ne? Gehen wir kurz speichern und dann, ja. Aber da oben ist noch ein Gegner, nehmen wir auch noch mit. Wenn schon, denn schon. Und jetzt sterben wir und müssen alles nochmal machen. Das wäre jetzt richtig geil. So, komm her. Bams. Ich habe mir jetzt schon eine Kombi hier zurechtgelegt. Mach keinen Mist. Lutka. Wurde irgendwie anders ausgesprochen, als ich ihn aussprechen würde. So. Bitte nicht töten. Das war jetzt richtig unschön. So, Geode. So, dann zurück zum Speicherpunkt. Und wie wir uns geschlagen haben und was jetzt passiert und haben wir uns geheilt, ja. Das werden wir in der nächsten Folge sehen von Let's Play Tales of Xillia Xillia 2. Ich werde jetzt einfach Xillia sagen, ganz ehrlich, ich habe 200 Parts Xillia gesagt, also werde ich auch damit weitermachen. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.